Ja, das kann sich doch sehen lassen hier. Annachtuba, einer der klassischen Posenspots, die tatsächlich ganz gut wieder funktionieren. Komm mal ran hier. Ja, kaspischer Schwarzrückenhering, da geht einiges drauf gerade. Verschiedene Größen gehen da gerade drauf rein. Aber es geht hier kunterbunt auch wirklich heiß her. Also verschiedenste Fische, Aalande, relativ große Aalande ballern hier auch mit rein. Und ich teste auch gerade verschiedene Köder. Und neben dem kaspischen Schwarzrückenhering, das sind hier bisher alles nur recht kleine, weil ich auch recht kleine Haken habe, relativ kleines Set, geht eben auch der Wobbler hier. Und das wäre natürlich nicht so schlecht. Also, wenn der Wobbler hier reinballert, da hat sogar letzte Woche im Discord You Are Ban geschrieben. Hier ein Lüb der Lachs, schön mit der Stippe stand da hier und hat dann hier Wobbler geangelt. Ob der jetzt auch noch mit reingeht, wäre nicht so schlecht. Nehme ich gerne mit. Ich habe den zwar schon als Trophy auch schon abgehakt, aber das wäre doch tatsächlich nicht verkehrt. Einer der wichtigen Wobbler-Spots hier. Alle, die den schon mal gesucht haben, werden wahrscheinlich auch die Stelle hier kennen. 500 Gramm Schwarzrückenhering, das ist gut. Das ist eine vernünftige Größe, das nehmen wir gerne mit. Ja, wie gesagt, vom Setup, vom Spot her, wir gucken uns das natürlich gleich alles an. Und das Schöne ist, in der Nacht, ne, kann man hier auch noch auf seltene Brocken gehen. Und zwar sowas wie Kutum. So sieht es aus. Ich bin gerade in der Nacht hier angekommen. Erster Fisch direkt, zack, Kutum. Frisch ausgeworfen. Das war aber schon um 3 Uhr morgens sozusagen. Und dementsprechend war dann die Nacht auch ratzfatz vorbei. Bevor ich alle Routen umgebaut hatte, war dann so, sozusagen die Nacht schon wieder vorbei. Ja, Aalande gehen rein. Recht viele Aalande auf diese Köder-Kombi. Das gucken wir uns gleich nochmal im Detail alles an. Und auf diese Köder-Kombi soll, wie gesagt, der Wobbler gehen. Das ist natürlich auch nicht so schlecht. Also nehme ich natürlich gerne mit. Oh, das ist jetzt was anderes. Das wäre ein sehr großer Wobbler. Aha. Aha. Den cashern wir doch gleich mal, den Lümmel. Eieiei. Die wollen wir natürlich hier nicht haben auf kleines 5-Kilo-Set. Eieiei. Jetzt dreht er sich gerade mit dem Rücken zu mir. Versuchen wir in die andere Richtung zu wenden. Jetzt hat er sich gedreht. Und jetzt nach oben. Eieiei. Gerade noch an der Sura gewesen. Ein paar davon rausgezogen. Jetzt brauchen wir sie nicht mehr. 3,4 Kilo Marmorkarpfen. Mann, die wollen wir nicht haben hier. Doch, noch gehakt, jawohl. Das ist sehr angenehm. Die haken hier ganz gut. Wieder der kaspische Schwarzrückenhering. Ja, läuft das Ding an. Schnell wieder raus. Ich bin gerade nur mit 2 Routen hier. Reicht mir gerade, ist mir schon stressig genug. Jetzt noch die dritte rausballern. Nee, dafür steht das hier auch alles so ein bisschen schlecht. Da kann man die Routen gerade schlecht abstellen hier. Also am besten und am entspanntesten eine Stippe gut ist. Und ja, vielleicht nicht ganz so leicht gehen. Ihr habt gesehen hier, was da gerade reinballert. Also wenn man hier einen dicken, ich sag mal so einen 5 Kilo Fisch auch noch aushält, dann ist es nicht verkehrt. Oder einfach ins Risiko gehen, dass eben auch was abreißt. So, jetzt machen wir hier mal eben zu. Wenn was reingeht. Ja, okay, geht nicht mehr. Und der hakt auch. Doch, der geht vielleicht auch noch. Und er hakt auch noch. Das heißt, den nehmen wir noch eben mit. Komm ran hier. Und dann gucken wir uns natürlich. Oh, der nächste. Nun reicht aber. Dann gucken wir uns gleich hier als erstes natürlich den Spot an. Wo sind wir denn hier? Also, eine der wichtigen klassischen Stellen fürs Wobblerangeln, fürs Posenangeln, eine gute Stelle, die immer wieder funktioniert, an der Achthuber. Aber leider, man muss mit dem Boot hinfahren. Ich bretter hier immer los, einmal hier um den Schniepi und dann hier vorne auf die Spitze fahre ich und den Rest laufe ich einfach durch, weil das mit dem Boot immer viel zu lange dauert. Und dann läuft man hier einfach das Stückchen geradeaus runter. Also kurz mit dem Boot rübersetzen und dann geht das hier los. Und ja,
die andere Stelle. Die verlinke ich vielleicht auch nochmal mit dem alten Video. Das ist hier oben eine Stelle für den Wobbler. Und da hatte ich die Trophy gefangen. Also auch durchaus eben eine Option, da dann nochmal auf den Wobbler zu testen. Und jetzt hier in dem Bereich, ja, versuchen wir es auch nochmal. Und Chiffre zieht hier gerade, der ist nämlich auch gerade an der Stelle und meinte hier, der hat gerade schon einen schönen Wobbler gezogen und hatte mir gesagt, dass der UR Bun hier den Post hatte im Discord und er testet das eben auch hier gerade und er sucht den Wobbler noch. Toi toi, Alten, dass das klappt. Der olle Wobbler ist, ja, war für mich ziemlich lange die Reise, dass das geklappt hat endlich mit dem. Hat auf jeden Fall nicht so schnell gebissen. So, jetzt gucken wir gleich natürlich auch nochmal in das Setup rein und in die Köder. Ich würde sagen, ein, zwei Fische vielleicht noch ziehen, bevor dann jetzt gleich die Mittagsflaute vielleicht so ein bisschen einsetzt. Und ich will natürlich auch gleich noch ein bisschen Variation reinbringen. Denn die Fische, die jetzt gerade reingehen, sind relativ klein. Die Frequenz ist okay. Eigentlich suche ich noch Caspi-Maifisch, das wäre eigentlich auch nicht schlecht, weil ich war gerade schon mit 18er Haken hier unterwegs, sehr, sehr, sehr klein und fein. Aber noch kein Caspi-Maifisch. Anfangs war ich hier mit 3 Kilo Schnur, aber mit den ersten A-Landen, da macht das dann keinen Sinn. Da sind anfangs direkt hier 1,6er A-Land reingegangen und so. Also die gehen gerade ganz gut, aber wie gesagt, auf das andere Set, weißt du was, wir machen hier einfach nochmal zu. Zack, zack, dicht und dicht. Und dann gucken wir uns erstmal die Setups an. Also, so sieht es aus. Erste Route, erstes Setup nur auf 5,5 Kilo. Richtig fein, richtig zartes Setup. Wie gesagt, gerade war ich schon mit 3 Kilo hier. Das ist schon extrem. Aber mit 5,5 Kilo geht das noch ganz vernünftig. Ausreichend Schnur natürlich drauf. Die kompletten 350 Meter passen hier drauf. Da kann man auch mal was Größeres drillen. 15er Haken habe ich hier gerade. Bisschen größer. Das andere Setup ist, glaube ich, mit dem 16er Haken. 15er, 16er Haken. Eintagsfliege und Eintagsfliegenlarve. Das ist die Kombination, wo tendenziell mehr die A-Lande draufgehen. Habe ich auch erst gedacht. Nicht schlecht. Vielleicht nehme ich gleich mal so einen 6er Haken oder so und versuche mal richtig schön auf Frequenz größere A-Lande zu fangen. Kann man auch gut Cash mitmachen. Also das ist gar nicht so schlecht. Und das zweite Setup, das ist dann dieses hier. Und da drauf wurde dann ein für sich eher der Wobbler gefangen. Wobei, da gucke ich jetzt gerade noch mal eben. Er hat einen 14er Haken. Er hat einen 14er Haken verwendet. Genau. 14er Haken auf einer 3,4 Kilo Schnur. Also, richtig, richtig schön dünn. Und ja, trotz allem, es sind einige Wobbler reingegangen. Und tja, testen, testen, testen. Ne? Köder-Kombi. Hier einfach auf Steinfliegenlarve, Eintagsfliegenlarve. Man kann auch mit Würmern testen und ähnliches. Also hier geht einiges an verschiedenen Larven, aber eben hauptsächlich oder gerne eben auch hier so mit Eintagsfliege. Das läuft immer wieder ganz gut hier. Und das eben auch an verschiedenen Stellen an der Achtuba. Also das ist eine Köder-Kombi, die immer wieder funktioniert. Wenn man auch einfach mal ein bisschen rumrennt und ein bisschen sucht, verschiedene Spots vielleicht sucht, mit der Köder-Kombi lohnt es sich schon. Ja, das ist der Spot. So sieht es aus. Ich glaube, wir haben alles, ne? Cash machen, ja, kann man. Ach so, das Setup für ein Kutum wäre vielleicht auch noch interessant, oder? Gucken wir uns, ach du Schande, beide unten. Gucken wir uns natürlich beides noch mal eben schnell an. Also Setup für ein Kutum und wo ich dann dahin werfe. Und ich habe das bisher ohne Füttermische gemacht. Das heißt, einfach gerade nur mal eben schnell ausgeworfen. Und da wäre natürlich noch mal eine Futtermische interessant. Also, gucken wir auch da nochmal eben rein. Ich war hier gerade mit den Winkelpickern unterwegs und da ist das Setup. Genau so sah es aus. Also, Light Setup, Winkelpicker, hier jetzt gerade nur mit der 3000er unterwegs. 106 Meter Schnur, 13 Kilo Setup, 1er Haken und Wandermuschel. Also, klassischer Köder auch für das Ding. Und ja, ich bin gespannt. Vielleicht gleich noch hier eine Kutum-Futtermische. Gucken wir mal eben. Kutum, Kutum, Kutum Achtuba zum Beispiel. Mit Rapsamen, getrockneten Krill, Wandermuschel auf Krebsbasis. Ja,
Muschel auch noch mit drin. Kutum Muschel wäre vielleicht auch noch eine Idee, komplett auf Muschel. Ja, weiß ich nicht, vielleicht eher nicht. Aber hier Kutum, ja, gehackte Würmer, Krill, Rapsamenbasis, Wandermuschel wieder mit drin, Muschelsoße, Muschelfeedpellets. Ich glaube, so in diesem Bereich kann man das, glaube ich, ganz gut machen. Ist das gar nicht so verkehrt. Also, so sieht es aus. Toi, 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 dass da bei euch was reingeht. Und ja, ich ziehe jetzt hier natürlich erstmal noch ein bisschen weiter durch. Werde hier gleich schön bis in die Nacht natürlich weitermachen. Und in der Nacht dann so ab, keine Ahnung, 21, 22 Uhr, na, sagen wir mal so 22 Uhr, da geht's, oh, die Tiefe, da geht's dann gleich auf Kutum. Und die Tiefe haben wir natürlich auch noch. Ich bin jetzt hier, gucken wir mal, ich glaube gerade auf 1,20 Meter. Sehr schön, da haben wir wieder den Aaland. 1,10 Meter, 1,20 Meter müsste es sein. Also nochmal ein bisschen weiter raus. Es ist gar nicht so tief hier. Es ist gar nicht so tief. Und hier haben wir 1,30 Meter sogar. Also zack, ungefähr so in diesem Bereich hier unterwegs. Und im Discord gucken wir auch nochmal eben rein. 1 Meter Tiefe, UR Band hatte den Wobbler auf 1 Meter Tiefe gefangen. Also Link zum Discord übrigens unter dem Video. Einfach mal draufklicken. Und dann hat man natürlich auch sämtliche Infos von mittlerweile Tausenden, weit über 8000 User, die hier eben auch aktiv sind oder eben auch Spots teilen oder zumindest sich die Spots angucken. Ja, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream, montags, mittwochs und freitags immer auf Twitch. Bis dahin, Petri.